Hallo und herzlich willkommen zurück beim Penner Gesindel LP und zurück bei Let's Play Anstoß 3. Ihr werdet euch sicher fragen, wo ich die ganze Zeit war. Ihr hört es, ich bin gerade ein bisschen am Rumkrächzen. Ich werde euch das jetzt während der Freundschaftsspiele erläutern. Wir sind ja gerade in der Winterpause, wir sind Herbstmeister und hoffen auch aufzusteigen. Wir spielen jetzt gerade gegen Wien Wiesbaden. Entschuldigung, ich komme dann nämlich gleich zum Thema. Ich bin nämlich aktuell erkrankt. Ich kann jetzt aber mittlerweile wieder sprechen. Ich bin mit Antibiotika zugedröhnt bis oben hin. Aber ich kann jetzt wieder reden, deswegen seit letzter Woche ist nichts mehr Neues hochgekommen, weil ich auch nichts mehr Neues aufnehmen konnte. Konnte auch generell mir nichts auf Vorrat aufnehmen die letzten Wochen, weil privater Stress das ja mir nicht wirklich möglich macht. Wir führen jetzt 1-0 zur Pause gegen Wiesbaden. Die haben jetzt auch noch eine Torchance, schießen aber vorbei. Ja, sodass ich in den letzten Wochen, ich wechsle jetzt einfach mal durch, sodass ich in den letzten Wochen nur noch das hochladen konnte, was ich eh schon auf der Festplatte hatte an Bestand. Den habe ich ja dann aufgebraucht letzte Woche und konnte dann bis jetzt auch nichts Neues mehr aufnehmen. Spielt so weiter, das wird deswegen wird, ich weiß nicht, wie lang die privaten Probleme, der Stress eigentlich noch anhält. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt im Laufe der Woche oder des Monats mal bessert. Ansonsten wird der Kanal hier noch weiter ein bisschen auf Sparflamme laufen und sich auf Anstoß 3 konzentrieren, aber das ist ja das konstanteste, ja, wohl auch beliebteste Let's Play, was ich habe. Ich muss natürlich auch, ich will jetzt nicht 1000 Karteileichen da quasi haben bei meinen Let's Plays, ich muss jetzt auch die anderen Let's Plays mal weiterführen. DLC-Quest und Meat Boy habe ich ja dummerweise schon neue Folgen, während ich mal mit Hofstetter fahren will. Wobei, das mache ich jetzt mal eben. Ich rede gleich weiter. Bei DLC-Quest Meat Boy war ich gerade stehen geblieben. Der hat noch 2 Jahre Vertrag. Ich gucke erstmal, was sie mir bieten. Oh, 4 Millionen, die Frankfurter. 3,16 ist er wert. Er würde auch erst zur neuen Saison wechseln. Da wird man ja schon schwach. Ich guck mal, wie hoch ich den Preis verhandeln kann. Die Frankfurter, die haben ja wahrscheinlich genug Geld. Oh, 4,75 schon. Wow, wow, wow. 5,0. Boah, ja, 5,2 Millionen. Er wechselt zu Eintracht Frankfurt. Spielt da in der nächsten Saison. Ja, ich weiß nicht. In der nächsten Saison braucht Paderborn, egal ob Liga 1 oder 2, dann halt 9 Verteidiger. Aber für die stattliche Summe ist das sicher machbar. Malte Grashoff wechselt von Greuther Fürth nach St. Pauli. Martin Zimmer von Augsburg nach Tschechische Brügge. Tom Schütz von Bielefeld nach Nischni Nowgorod. Daniel Hofstetter von Paderborn nach Eintracht Frankfurt, Stipe Bertarilo von Dynamo Dresden nach Borussia Mönchengladbach und Peter Schilvasi von Bielefeld nach Hannover 96. Ja, eine Lektion, die ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, weil ich ja noch Anstoß und Meatboy-Folgen, DLC-Quests und Meatboy-Folgen beim Kumpel auf der Festplatte habe, nie mehr auswärts aufnehmen, nur noch zu Hause aufnehmen oder halt mit externen Festplatte direkt alles nach Hause nehmen. Es tut mir jetzt auch leid, dass die Folgen da jetzt vergammeln oder dass ich Let's Plays anfange und dann nicht fortführe, was ja leider jetzt schon zu oft der Fall war. Aber konzentrieren wir uns mal eben ganz kurz aufs Freundschaftsspiel gegen Bomarzia Worms. Ich wechsle mal ein bisschen durch wieder. So. Also erklärt, warum ich weg war, erklärt, warum der Kanal im Moment so ein bisschen immer noch auf Sparflamme läuft oder laufen wird. Erklärt, wo die DLC-Quests und Meatboy-Folgen bleiben. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich dann spätestens gegen Weihnachten rum wieder in die totale Aktivität einsteigen kann und dann auch vielleicht besseres Equipment habe und auch Konsolenspiele Let's Playen kann. Da bedanke ich mich natürlich bei allen, die die Amazon-Links nutzen und über diese Links ihre Sachen kaufen. Besonders großer Gruß an den Sarge, der da sehr, sehr aktiv ist und mir ja schon einige Euros eingespielt hat. Wie gesagt, habe ich ja schon mal öfters erläutert, das kostet euch nichts, wenn ihr über diese Links einkauft. Ihr könnt ganz normal eure Produkte dort kaufen. Zahlt den regulären Preis, und aber 5% dieses Betrages, den ihr da ausgibt, der geht dann in meine Tasche. Den spendiert Amazon oder Amazon, wie auch immer man es aussprechen will, mir, weil ich ja quasi für sie Werbung mache. Deswegen jeder, der hier mal öfters reinschaut und der da einkauft, es wäre echt nett, wenn ihr diese Links nutzen würdet. Das möchte ich nur noch mal gesagt haben, weil ich noch ganz, ganz viel Equipment brauche, von Controllern bis zu Aufnahmetools bis hin zu gescheiter Hardware oder auch Spiele selber. Da muss ich noch richtig viel einkaufen die nächsten Monate, deswegen sei das auch mal einmal kurz angesprochen, aber ich möchte jetzt auch nicht so die Nervensäge sein, die da permanent drum bettelt. Ich bin da kein Böse, wenn er das nicht macht, aber
ab und zu darauf hinzuweisen, soll ja wohl gestattet sein. Wir gewinnen 3-0 gegen Wormatia Worms. Jugendspieler Quincy Antipas hat sich stark verbessert, hat nun Stärke 3. Daniel Hofstetter bricht sich eine Rippe. Biliskov bricht sich auch eine Rippe. Haben die sich gegenseitig, haben die gerasselt und sich gegenseitig die Rippen gebrochen? Oder was ist los? Faltin wird von Bratislava umworben. Faltin erst 20 Jahre alt. Daniel Lück geht ja schon zur neuen Saison, aber er hat halt echt gar kein Talent hier, deswegen. Vertrag läuft auch nicht aus, deswegen gucke ich auch mal, was sie mir so bieten. 880.000, er ist 1,11 Millionen wert. Dann sag mal, wenn sie mir den Marktwert bieten, kann er gehen. 970.000 schon, wow. 1 Million, okay, da kotzt er schon fast. Ja komm, dann 1, verzichte ich auf 10.000. Nein, er bleibt. Er kotzt mir auch gleich auf den Tisch, da muss ich halt den Vertrag verlängern oder sein Gehalt aufstocken. Ich sag mal, einen neuen ersten Torwart plane ich schon mir zu holen. Aber als Torwart Nummer 2 ist er sicher zu gebrauchen. Er ist jetzt nicht ganz zufrieden, er trainiert weiter voll mit, aber er ist nicht mit seinem Vertrag einverstanden. Jetzt haben wir hier das Quiz. Wie lautet der aktuelle Tabellenführer Ihrer Liga? Paderborn. Super. Das hätte ich nicht gewusst. Wer wettete in der Saison 96-97 10.000 Mark drauf, dass Jürgen Klinsmann keine 15 Treffer erzielen würde? Mario Basler, Lothar Matthäus oder Uli Hoeneß? Ich weiß nicht, Mario Basler? Nein, Lothar. Der Lothar. Wie ist der Schiedsrichter, der 1994 im Spiel Nürnerberg gegen Bayern ein Tor gab, obwohl der Ball neben das Tor ging? Das ist ja ein ganz aktuelles Thema, das Phantomtor. Gerade aktueller denn je diese Diskussion. Das war, weiß ich nicht, Berg? Nein, Osmers? Das war doch damals Thomas Helmer, oder? Jetzt war es Stefan Kiesling. Welchen Verein trainiert der Hennes Weisweiler 1983? Seine letzte Saison wurde mit diesem auch Meister. Gladbach, Cosmos, New York oder Grasshoppers Zürich? Gladbach, weiß nicht. Nein, Grasshoppers Zürich, damit bin ich schon durchgefallen durch die Prüfung. Wo begann Harald Toni Schumacher seine Spielerkarriere? Schwarz-Weiß Düren, Köln oder Donau-Eschingen? Ich glaube, Düren? Unglaublich, ja. Aber wahr. Wie ist der nigerianische Nationalspieler des FC Zürich, der bei der WM 1998 zum Einsatz kam? Celestin Babayaro, Taribo West oder Rashidi Yekini? Keine Ahnung, letzteres. Ja. Wie Katharina Witt zu ihren besten Zeiten. Katharina Witt zu ihren besten Zeiten. Sie sind durchgefallen. Ist Katharina Witt in ihren besten Zeiten auch durchgefallen? Ich weiß es nicht. So, Transfer. Slobodan Medojevic geht von Wolfsburg nach Kasim Pasa. Ulrich Witte geht vom Hallescher FC nach Dynamo Bukarest. Sven Michel von Kickers Offenbach zum FC Luzern. Daniel Reuer von Hamburg nach Bielefeld. Peniel Mlapa von Eintracht Frankfurt nach Galatasaray. Und André Lemmerhirt, toller Name, von Babelsberg nach Unterhaching. Und die Rückrunde beginnt. Wir spielen gegen Freiburg. In der Hinrunde endet das Spiel 0-0. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Ahmed Sassi verbessert sich bei der Spielmacherfähigkeit. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt auch wirklich mal funktioniert. Das ist jetzt schon mein dritter oder vierter Take hiervon. Erst hat das Aufnahmeprogramm es verkackt, danach ist das Spiel abgekackt. Danach platzt mir jemand in die Aufnahme rein. So, die beiden mit den gebrochenen Rippen muss ich jetzt mal besuchen. Gibt es noch Gesprächsthemen? Ja, ich hatte ja, glaube ich, mal, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich angekündigt habe. Oh, Tim Knipping, ich werde hier ständig unterbrochen, wird Torschütze des Jahres für sein 2-1 gegen Arminia Bielefeld. Das Tor würde ich ja mal gerne sehen, aber wir sind ja im Textmodus. Ich hatte mal angekündigt, Fußballmanager 14 Let's Playen zu wollen. Ob ich das öffentlich gesagt hatte oder nur in Privatgesprächen mit einigen von euch gesagt hatte, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich hatte das auf jeden Fall mal angekündigt. Wird es nicht geben. Gladbach spielt übrigens 0-0 gegen Dnipropetrovsk. Ihr werdet ja, wenn ihr das mitverfolgt habt, mitbekommen haben, dass EA da eine sehr dreiste Mogelpackung rausgehauen hat, dass Fußballmanager 14 gar keine neuen Gameplay-Features bietet. Das ist für mich noch gar nicht so schlimm. Da hätte ich noch gesagt, nehme ich in Kauf. In der Zeit kann ich ja eben die Aufstellung hier zurechtfummeln. Aber was für mich wirklich der Dealbreaker ist, ist, dass das Spiel keine Drittliga-Lizenz und keine Viertliga-Lizenz und für so alle sonstigen darunter befindlichen Ligen mehr hat. Es gibt nur erst in zweite Liga. Was ja bedeutet, dass die zweite Fußball-Bundesliga schon nach einer Saison verwässert wäre. Da wären ja dann schon zwei bis drei Fake-Teams in der Liga mit Spielern mit unechten Namen und also im Zeuges. Und nach 5 Jahren ja ganz zu schweigen. Es ist ja meistens so, dass wenn 3 Teams absteigen, dass höchstens eins direkt wiederkommt, sodass man das wirklich das völlig in Anführungsstrichen verseucht wäre mit irgendwelchen Fantasienamen dann. Also Hofstetter ist angeschlagen, der geht dann doch lieber nur auf die Tribüne. Biliskov ist aber auch angeschlagen. Ach so, ja, dann spielt Lambropoulos. So,
Also das nur als Grund dafür, warum ich Fußballmanager 14 nicht Let's Playen werde. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel gegen den SC Freiburg. Wir sind ungefähr gleich stark, deswegen heute werde ich das auch jetzt kleinste, ansprechen. Heute kann der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Ihre Mannschaft wirkt nicht sehr überzeugt. Ausverkauftes Haus in der Bentele Arena. Wir haben 3 der letzten 6 Spiele gewonnen. Freiburg kein einziges, von daher sollten wir jedoch gewinnen können. Günther Netzer tippt 4:3. Schauen wir mal, was das jetzt so wird. Lambropoulos wird 20 Meter vor dem Tor nicht angegriffen, aber es kommt ein harmloser Rollerball raus und der Ball ist drin, 1-0. Das sind die Überraschungsmomente, die diesen Tippsmodus auszeichnen, auch unter anderem Didavi auf Musona. Der spielt auf die linke Seite hinaus. Sorg, passen Ball steil vor den Strafraum, kein Abseits. Musona lässt Dämme wie ein Anfänger stehen, nimmt den Ball mit der Hacke mit. Zeitz hat aufgepasst und schlägt den Ball weit nach vorn. Traumpass, ein Sorg, viel Platz, stürmt aufs Tor zu Thomas. Robert Baumann stimmt heraus, haut einen Sorg vor dem Strafraum einfach um und der kriegt dann jetzt auch die gelbe Karte nur. Da wundern wir uns noch. Die Rasensprinkleranlage geht an und kühlt die Gemüter etwas ab. Indirekter Freistoß für Freiburg. Ja, das hat nur das gerade am letzten Bundesligaspieltag gesehen, als Wettklo da die rote Karte für eine ähnliche Tat sah. Also hätte Baumann, der auch im Moment groß im Gespräch ist in der Realität, sich nicht wundern müssen, wenn er da vom Platz gestellt worden wäre. Jetzt Zoller gegen Ferrer. Kann ihn abschütteln. Pass auf Hughes. Schusstor und da ist der Ausgleich. Simon Zoller auf Craig Hughes. Ja, dann noch sieht hier die gelbe Karte. Und wir gehen noch nicht in die Halbzeit. Einwurf durch Simon Zoller auf Hafner. Hugh Hafner. Er stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich, haut den Ball aufs kurze Eck. Aber Lück hat ihn. Halbzeit 3:4 Torchancenverhältnis. Das Spiel ist jetzt nicht so eine schnarchige Nullnummer wie in der Hinrunde. Da ist jetzt schon einiges los. Ich sag, macht sie fertig. Haut dem richtig die Bude voll. Oh, richtig voll Lüsten mit. Oliver Sorg sieht gelb. Die Davi sieht auch gelb. Dämmer hat freie Schussbahn, nutzt die Lücke aus. Kommt noch ein Schüsschen dabei raus. Baumann klatscht den Ball nach vorne ab. Hat ihn dann im Nachfassen sicher. Ich muss erstmal mich auf Anstoß 3 wieder umstellen. Ich habe jetzt, wo ich krank war, ein bisschen Fußballmanager gespielt, den alten 12er-Teil, den ich noch auf der Platte hatte, beziehungsweise den ich erst noch runterladen musste. Ist doch ein bisschen Umgewöhnung wieder nötig. Aber da merkt man sofort, ich habe da auch einen Textmodus gespielt. Der Textmodus von Anstoß 3 ist in Welten besser. Hält der Textmodus vom Fußballmanager, ich weiß nicht, wie viel besser er jetzt ist, wahrscheinlich immer noch derselbe. Nur minimal ein paar neuen Zeilen ergänzt worden. Textmodus davon ist viel schlechter als der von Anstoß 3. Hier, dem gehen völlig die Überraschungsmomente ab. Anstoß 3 ist einiges unterhaltsamer zu lesen. So, Jochen Fröhlich überzeugt gar nicht. Kitambala kommt für ihn rein. Ein bisschen Ungewöhnung ist dann doch wieder nötig, wenn man jetzt ein paar Tage das gezockt hat. Den Football-Manager von Sega wollte ich mir jetzt mal runterladen, jetzt wo der Fußball-Manager von EA vielleicht schon tot ist, Fragezeichen. Sassi kommt für Jolanov. Muss sich irgendwas ändern. Schaue ich mal in den nächsten Wochen, ob ich das vielleicht noch machen werde. Der Ball geht ins Aus hier. Indirekter Freistoß für Freiburg. 26 Meter Torentfernung in zentraler Position. Jeselgürt tippt kurz an. Minzel hebt den Ball über die Mauer. Aber der Ball ist extrem harmlos und Lück packt sicher zu. Kurz vor Schluss Itima quer auf die Davi. Der geht gegen Zeitz, aber der gewinnt den Zweikampf. So. Und Caligiuri für Dämme. Dann habe ich 3-mal gewechselt. Das Spiel endet 1:1 unentschieden, eine muntere Partie, 5:5 Chancenverhältnis. Ja, wir starten wieder mit dem Unentschieden in die Rückrunde, wie wir es auch in der Hinrunde taten. Auch wenn der Rest der Rückrunde so verläuft wie der Rest der Hinrunde, dann bin ich natürlich zufrieden, dann würden wir als Tabellenführer aufsteigen. Craig Hughes, der Mann des Spiels, Spiel bekommt die Note 4 mäßig. Auch das fand ich doch einiges unterhaltsamer als Note 4 das ausdrückt. Also wir spielen 1:1 gegen Freiburg, Sandhausen spielt 1:1 gegen Greuther Fürth, Offenbach spielt 1:1 gegen den 1. FC Köln, Holstein Kiel verliert 1:3 gegen Aue, Bielefeld schlägt Oberhausen 2:0, Dresden verliert 1:5 gegen Jahn Regensburg, spielt 0:0 gegen den Hamburger SV, Braunschweig schlägt Cottbus 4:1 und Augsburg mit dem Ergebnis des Tages 1:1 gegen Fortuna Köln. Das muss ich jetzt mir auch mal die Tabelle nochmal wieder angucken, um mir vor Augen zu halten, wie da so die Verhältnisse waren. Der HSV ist uns also immer noch auf den Fersen mit 3 Punkten weniger. Sandhausen auf 3, 5 Punkte weniger. 6 Punkte Vorsprung haben wir vor Platz 4. Da befindet sich Kickers Offenbach vor den beiden Kölner Teams. Hinter Bielefeld führt auf den Abstiegsrängen unverändert Dresden, Cottbus, Oberhausen und Halle. In der 11. des Tages keiner meiner Männer. Wir hatten aber die
das bestgefüllte Stadion an diesem Spieltag. So, dann haben wir noch Transfers. Alexander Baumjohann geht von Mainz nach Slavia Prag. Philippe Aliste Lopez von Frankfurt 2. Philippe Lopez, den hatte ich doch mal. Geht nach Braunschweig. Christoph Buchner vom BVB nach Kickers Offenbach. Markus Müller von Wacker Burghausen nach Greuther Fürth. Patrick Murovca von Hannover 96 2 nach 1860 München. Und bei uns stehen Verhandlungen an mit Tim Knipping und Terry Feather. Ich möchte ungern weitere Abwehrspieler abgeben. Wir spielen im nächsten Part. Ich werde den Part jetzt beenden. Ich sage immer 3 Spiele pro Part. Wir hatten jetzt 3 Spiele. 2 Spiele habe ich nicht groß beachtet, weil es relativ irrelevante Freundschaftsspiele waren. Und ja, ich hatte ja einiges noch aufzuarbeiten bzw. zu erzählen. Im nächsten Part spielen wir dann gegen Cottbus, Regensburg und Aue. Ich sage tschüss bis dann. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt mal endlich geklappt hat. Und ja, wenn ich noch irgendwas vergessen habe anzusprechen, werde ich das in der nächsten Folge tun. Ansonsten, ja, in der nächsten Ausgabe werde ich mich dann wieder mehr auf Fußball konzentrieren und weniger persönliches Fasseln. Tschüss, bis dann.